Ja, herzlich willkommen. Ich bin Iris Günicker. Ich bin Expertin für den glücklichen Erfolg. Und zwar arbeite ich mit Achtsamkeit. Und da geht es nicht um Achtsamkeit, Übungen außerhalb des Alltags, sondern genau im Alltag. Das heißt, wie ich Achtsamkeit zum Beispiel einsetzen kann, um ruhig und gelassen zu sein im Alltag. Entspannt, ja, was wir heutzutage in unserer westlichen Welt selten sind. Wir haben heute das Thema, ich selbst sein auf der Bühne. Und den ersten Schritt, den ich gerne mit euch tun möchte, ist, mal herauszufinden, gemeinsam, was für euch denn das Ich selbst sein überhaupt bedeutet. Und das würde ich gerne hier einmal sammeln wollen. Was fällt euch ein zum Ich selbst sein? Lasst einfach mal brainstormen, es gibt kein richtig oder falsch. Einfach mal die Gedanken sprudeln. Ich bin nicht ich selbst, wenn mich was ablenkt, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich 3 Tage nicht geduscht habe und rieche, dann bin ich da abgelenkt und ich rieche natürlich nie, aber dann merke ich, ich bin nicht ich selbst, ich bin abgelenkt. Ja, und der Gegenpart ist Präsenz. Ja, wenn ich voll, kann auch sagen Bewusstheit. Voll jetzt mich spüren und im Moment bin. Ja? Das Selbstsein kann ich auch nicht erdenken. Ja? Ich kann das nur spüren, erfahren über den Körper. Das ist ganz wichtig, ganz wahrnehmen. Auch wenn ich über mein Thema reden darf, merke ich, dass ich mehr ich selbst bin, als wenn ich über irgendein Thema spreche. Weiß ich selbst sein? Ja. Gegenteil wäre eben in Gedanken, im Kopf. Wenn ich zu viele Gedanken habe, ist es sehr schwierig, ich selbst zu sein. Das ist mal als kleiner Tipp. Was fällt euch noch ein? Mein erster Gedanke war, sich selbst vergessen. Also im positiven Sinne. Ja, sehr schön. Dass man nicht darüber nachdenkt, wie man ist, dann ist man nicht, wie man ist. Aber ich merke das selbst, wenn ich dann denke, okay, wie will ich jetzt wirken, dann geht es schon viel. Hast du vollkommen recht, ja. Was macht es denn mit uns, wenn wir es selbst sind? Ich vergesse mich praktisch selbst, mein Verstand letztendlich. Was verschafft es mich vom Gefühl? Wie fühle ich mich, wenn ich gestresst bin und wie fühle ich mich, wenn ich voll bei mir bin? Man fühlt sich wohl. Ja, wohlfühlen. Monika, du wolltest auch was sagen? Freiheit. Genau. Ja, sehr schön. Noch, wenn ich so voll bei mir bin. Ja. Mit so einem inneren Lächeln. Sehr schön, ja. Mir würde noch gelassen auch einfallen. Und auch ein inneres Glücksgefühl. Kennt ihr das im Flow sein, wenn ihr voll in einer Tätigkeit aufgeht? Reicht uns erstmal. Wir haben ja nur begrenzte Zeit heute.
Und ich würde jetzt noch mal das mal übertragen, was es bedeutet, wenn wir auf der Bühne sind, wenn wir das übertragen. Ich selbst sein auf der Bühne, was bedeutet das? Oder vielleicht auch Gegenteil. Können wir das Gegenteil benennen? Wenn ihr nicht ihr selbst seid, da können wir ja eben das Positive von ableiten. Wenn so Gedanken kommen, ruhig ansprechen und dann finden wir gemeinsam den Gegenpart gegebenenfalls. Was passiert, wenn ihr auf die Bühne geht? Ich merke, dass ich dann gut bin, wenn ich ja schon wieder mich vergesse oder wenn ich mich selbst beobachten kann auf der Bühne. Das ist ein ganz eigenartiger Moment. Wann fühlt ihr euch wohl auf der Bühne? Ich sagte ja vorhin, inneres Lächeln. Ja. Das innere Lächeln auch nach draußen tragen zu machen. Eine Teilnehmerin zu hören, die Freude hat. Ich bin gespannt auf euch. Wie können wir das auf den Punkt bringen? Neugier ist nicht das Richtige. Freudige Erwartung, so in der Richtung, oder erwartungsfroh, ja, das ist schön. Du wolltest auch noch was sagen? Wenn ich geübt habe. Sicherheit. Ja, ich habe das nur mit aufgegriffen, weil es auch ein schönes Thema ist. Geht es dir mehr um die Vorbereitung oder die Sicherheit, die es dir bringt? Also mein Weg dazu ist erst die Übung und dann mein Mental durchlaufen. Wenn ich weiß, wenn ich vorher schon aufgeschlossen bin, ich weiß, dass ich nachschaue und ich kann mich auf die Bühne stellen und ohne Angst, dass ich das Eine schöne Möglichkeit ist eben auch zu visualisieren vorab, wie der Vortrag ablaufen könnte, ja, im optimalen Zustand. Ähnlich wie das halt ein Slalomläufer macht, ne? Kennt ihr aus dem Sport, wenn er erstmal im Gedanken mental durchgeht, wie er durch die Hindernisse fährt und dementsprechend auch praktisch den Probelauf schon mal macht für sich im optimalen Zustand. Was würde uns denn wegbringen auf der Bühne von uns selbst? Was glaubt ihr? Der Druck, gut sein. Ja. Weil man da automatisch schon in so einem sorgenvollen Denken wurde. Dann spüre ich mich Ein ist das Druck, das andere ist gut sein zu wollen. Diese Anspruchshaltung dahinter. Ich mach mal zu in Klammern, zu hoher Anspruch. Kennt ihr Lampenfieber vor dem Auftritt? Ist für euch Lampenfieber positiv oder negativ besetzt? Positiv, sehr schön. Es gibt ja Menschen, die eher dann auch Ängste entwickeln, ja, oder zumindest so ungute Gefühle, dass sie vollkommen nervös sind vor ihrem Auftritt. Und ich sehe Lampenfieber auch was Positives. Ja. Es macht uns lebendig. Es hilft uns, vorbereitet in den Vortrag zu gehen. Ja. Aufmerksam zu sein, präsent zu sein, all das verhilft mir das Lampenfieber, dafür ist es da. Ja? Okay, ich will gar nicht so viel sammeln, weil das Wichtigste, was ich euch eigentlich vermitteln möchte heute, ist einmal eine Erfahrung auch, dass wir die gemeinsam machen. Vorweg einmal
was ich mit euch erfahren möchte, gemeinsam. Das ist eine kleine meditative Reise, die wir jetzt machen werden. Ist, dass wir ein Ego haben und ein Ich. Ja, im Ego steckt alles, was wir vom evolutionären Überlebensmodus, Flucht, Kampf, Starre, kennt ihr wahrscheinlich, bestimmte negative Gefühle, Angst vor Ablehnung, ja, zur Gemeinschaft dazuzugehören wollen, das kommt alles aus unserer Evolution. Ja, und das können wir auch nicht verdrängen, das haben wir alle in uns. Ja, letztendlich kann man sagen, alle unguten Gefühle, die wir verspüren, kommen aus dem Ego. Ja, und bei den meisten Menschen, gerade heute in der westlichen Welt, ist es so, dass wir ein großes Ego haben, außer wir tun etwas für uns, wie zum Beispiel meditieren, ja, dass wir immer wieder bewusster werden. Weil das Ich kann ich nur in der Präsenz erfahren, ja, in der Bewusstheit, nicht aus dem Verstand heraus. Ich kann nicht sagen, ich bin jetzt ich selbst. Das funktioniert nicht. Es geht darum, es wahrzunehmen und zu erspüren. Ja? Und was ich jetzt mit euch machen möchte, ist, dass wir das Ich wachsen lassen. Weil im Ich, wenn das groß ist, stecken unsere gesamten positiven Gefühle da drin. Ja, wie zum Beispiel Selbstfürsorge, auch für sich selbst gut sorgen. Selbstliebe gehört auch mit zum Ich, ja, in der positiven Sicht natürlich. Oder auch Vertrauen, dem Lebensfluss vertrauen, sich selbst vertrauen, Glaube an sich selbst. Dankbarkeit, innere Ruhe, ja, das alles kommt aus dem Ich. Und je größer das Ich ist, könnt ihr euch selber vorstellen, umso mehr bin ich in diesem positiven Zustand. Wir machen mal eine kleine Übung vorweg, bevor wir in die Übung kommen, in die größere Übung. Und zwar legt mal eure Hand aufs Herz und schließt mal die Augen. Das ist eine kleine Übung, die ihr, bevor ihr auf die Bühne geht, machen könnt, um bei euch selbst anzudocken. Ja? Und wenn ihr die Augen schließt und euch jetzt vorstellt, dass ihr langsam, tief und bewusst, aber ohne Anstrengung in das Herz hineinatmet und durch das Herz auch wieder ausatmet. Das heißt, die Aufmerksamkeit, dafür hilft uns jetzt die Hand, geht zum Herzen. Und ich stelle mir vor, wie ich langsam, ganz bewusst durch das Herz einatme und langsam durch das Herz ganz bewusst ausatme. So als würde die Luft, der Sauerstoff, die Energie durch das Herz ein- und ausströmen. Macht es in eurem eigenen Rhythmus mal für eine Minute. Und wenn ihr möchtet, lasst dabei ein inneres Lächeln entstehen. Dann lasst die Hand wieder sinken. Und wenn ihr soweit seid, öffnet die Augen. Unser Herz ist unser wichtigstes Organ im Körper. 90% der Kommunikation geht vom Herz zum Gehirn, zum Verstand, nicht umgekehrt. Und das Herz besitzt auch ein eigenes Gehirn. Ja, das hat das kalifornische Institut Hartmouth seit 25 Jahren erforscht. Und bei uns in der westlichen Welt dient unser Herz nur als Pumpe, mehr oder weniger. Ja? Und sich da mehr mit dem Herzen auseinandersetzen, ist halt eine sehr schöne Übung, die mich immer sofort an mich selbst andockt und mich auch erdet. Und als nächstes, kleine meditative Reise, ich komme mal näher dran, weil wenn wir uns verbinden, haben wir einen höheren Energielevel. Ich möchte, dass ihr dazu die Augen zumacht, euch bequem hinsetzt
und zunächst einmal bewusst ein- und ausatmet, könnt ihr wieder den Herzfokus dazu nehmen, diesmal ohne die Hand. Und diese Herzfokusatmung könnt ihr jederzeit im Alltag immer wieder einsetzen. Bewusstes Atmen ist eines der wichtigsten Achtsamkeitsübungen und der leichtesten zugleich. Und das bringt mich auch sofort in einen entspannten Zustand, wenn ich bewusst atme. Und das Schöne ist auch, es kostet keine Zeit. Ich kann es jederzeit tun. Ich möchte, dass wir einmal Bodyscan-mäßig durch den Körper gehen, dass wir erstmal bei uns ankommen, uns erspüren. Das heißt, wir spüren zuerst in die Füße hinein. Spürt den Unterschied, wie die Füße auf dem Boden aufliegen oder stehen. Könnt ihr eure Fußsohlen spüren? Ist der Boden hart oder weich unter euren Füßen? Wie fühlt es sich an? Ihr könnt auch zur Unterstützung innerlich zu euch sagen, ich spüre meine Füße. Dann gehen wir weiter den Körper hoch mit unserer Aufmerksamkeit, mit unserer Wahrnehmung. Und nehmen das Gesäß wahr, unsere Gesäßknochen, die den Stuhl berühren. Wie unser Gesäß mit dem Stuhl in Berührung kommt. Ob wir das Stuhlkissen hart oder weich wahrnehmen. Gibt es nach. Und ich möchte jetzt, dass ihr euch einmal innerlich die Frage stellt, ohne analytisch darüber nachzudenken, einfach nur nachzuhorchen, ob vielleicht eine Antwort kommt oder nicht. Und die Frage lautet, wer ist es, der da spürt? Wer ist es, der da spürt? Und einfach nachhorchen. Dann gehen wir weiter den Körper hinauf, über die Schultern, durch die Arme und spüren in die Hände hinein. Da, wo die Hände aufliegen. Wie fühlen sich die Hände auf dem Oberschenkel an? Vielleicht spürst du auch ein